Hallo, meine Lieben. So, wir haben, was haben wir denn? Sonntag, den 3. Mai haben wir. Sonntag, den 3. Mai haben wir. So schaut es augenblicklich in meinem Planer aus. Und morgen ist ja der 4. Mai, weswegen ich auch schon eine kleine Star Wars Deko eben vorbereitet habe. Die ist relativ easy entstanden. Ich habe nämlich dieses Stickerbuch von IKEA und habe dann für heute das einmal gemacht. Und dann gab es eben nicht nur diese rosarote Variante, sondern eben auch diese gelb-grüne. Und das hat mir irgendwie so an Endor erinnert, eben am Ende von Rückkehr der Jedi-Ritter, wo sie dann eben großartig feiern und. Und dann habe ich mir gedacht, was jetzt nehme ich einfach genau die gleichen Elemente hier noch einmal und ergänze sie einfach mit Star Wars-Charakteren. Und dann ist das auch schon okay, ja. May the Force be with you. Ist eben ein Stempel von The Sassy Club. Und die Stempel habe ich jetzt auch bis zum gewissen Grad wieder mitgebracht, zumindest ähnliche, weil wir wollen jetzt unsere nächste Woche dekorieren. Also das ist die aktuelle. Die ist jetzt einmal fast ausschließlich mit Buntstiften entstanden und eben einem Goatsches-Mädchen. Und das ist aus einem anderen Set. Also die sind jetzt nicht aus dem gleichen, weil der wäre ein bisschen überdimensional groß. Aber das ist aus einem der mittleren Sets. Also es gibt ja drei, zumindest quasi von drei verschiedenen Größen. Das sind so die kleinen, das sind eigentlich die, die ich sammeln möchte. Und dann kommen mal immer wieder so mittlere Größen, die sind eher okay, also die passen auf so eine Personal-Seite auch drauf. Und dann gibt es eben diese Trümmer, die im letzten, na, wie sagt man, Hall, weiß ich nicht einmal mehr bei wem, aber ist ja wurscht. Ich glaube von der Bastelwelt. Die dann tatsächlich nur mehr auf so A5 Seiten aufgehen, ja. Aber however, ich habe das Dirndl mit der Katze sogar schon verwendet, jetzt im Erin Condren, weil da war einfach nur die Zeiten übrig. Und man, ach, passt, da kommst du jetzt drauf. Aber gut, das ist ja gar nicht einmal das Thema, weil wir wollen ja jetzt diese Woche vorbereiten. Und ja, also wie gesagt, es ist morgen der 4. Mai. Das heißt, irgendwie soll diese ganze Woche wieder im Star Wars-Stil eben dekoriert werden. Und dann habe ich eben mitgebracht, einerseits zum Datieren, da brauche ich da den Mai. Und dann habe ich noch die passenden Zahlen dazu mitgebracht, damit ich, das Licht ist immer ein bisschen tricky, damit ich 2020 auch noch hinschreiben kann. Also das brauche ich einmal zum Datieren für den fürs Monat. Dann habe ich mir aber für die Tage, weil ich, ja, weiß ich nicht, war jetzt so faul, das Ganze zu stempeln, in diesem Stickerbuch von Heidi Swap, also das ist von American Crafts, da gibt es da eben eine ganze Seite mit ziemlich kleinen Zahlen, die ich da jetzt dafür verwenden möchte. Also das ist einmal fürs Datieren ganz praktisch. Dann habe ich mir mitgebracht den Yoda, also eben das ist eins der Sets von The Sassy Club, eh klar, weil da habe ich ja diese ganzen Charaktere her. Da haben wir einmal den Yoda. Wir hätten auch den Darth Vader, aber das Thema ist einfach, ich kriege da jetzt einmal definitiv nur einen von den größeren Charakteren hin und irgendwie mag ich halt allweil gern den Yoda. Und das Schätzchen hat auch gesagt, ich soll Baby-Yoda verwenden, weil ein Baby-Yoda habe ich ja auch. Weil ich eben dieses Sassy-Lorian-Set eben habe. Und ja, da gibt es durchaus ein paar nette. Das Thema ist nur einfach, also rein vom Layout her, bietet mir diese Wochenübersicht jetzt nicht so viele Möglichkeiten an, was Größeres zu dekorieren. Also das ist jetzt natürlich wieder der Nachteil, ja. Andererseits kann ich super toll priorisieren und es ist wirklich schön strukturiert. Aber auf der anderen Seite hätte ich halt in einer Wochenübersicht, na, jetzt habe ich gar keine mehr, habe ich alle schon ausgetan. Aber wo da die ganze Notizseiten frei war und da die ganze Woche war, habe ich natürlich da unten mehr Platz gehabt. Nichtsdestotrotz gehe ich schon davon aus, dass ich vielleicht, also ich finde ja den so süß, der seinen Becher haltet. Ja, also die Szene allein ich in Mandalorian, also wenn ihr das gesehen habt, wo der Mandalorian und die Angel, ich kenne die Schauspielerin nur aus Deadpool,
weiß nicht, wie der Charakter in der Serie heißt, aber jedenfalls wie er mit der rauft und dann steht so der kleine Yoda daneben und süffelt da so sein Süppchen oder was er da hat. Das ist so entzückend. Ja, also ich habe mir gedacht, ich könnte ihn eben so an einem dieser Tage, weil ich sage es euch ganz ehrlich, zeige euch einmal das Monat. Ich glaube, ich habe sie letztens im Flip-Through schon hergezeigt. That's it, gell? Da ist nichts. Und dementsprechend ist in der Woche auch schon nichts. Von dem Termin weiß ich immer noch nicht die Uhrzeit. Also auf den Dienstag werde ich es dann nicht tun. Aber ja, ich habe sonst nichts. Und dementsprechend kann ich eigentlich auch einfach so auf einen Wochentag tun, gell? Jo, also wie gesagt, die zwei Stempelsets habe ich mir mitgebracht. Und wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, da muss noch mehr her, dann hätte ich hier noch dieses Weltraumset, dass ich keine Ahnung habe, wo das her ist. Ich war, doch, gekauft habe ich es in Wien bei der Babylonia, wie sie ihren Schlussverkauf gehabt hat, ja, weil die dann zugesperrt haben. Da habe ich es gekauft, aber ich weiß nicht mehr, von wem dieses Set ist oder sonst irgendwas. Aber wurscht, es sind alle unsere Planeten drauf, es ist der Astronaut drauf. Im Stempelkatalog, den ich gemacht habe, wo ich allerdings jetzt nicht weiß, ob der schon online ist, weil ich jetzt so viele Videos gedreht habe und nicht wirklich noch genau weiß, in welcher Reihenfolge ich das veröffentlichen werde. Aber damit sei der Spoiler auf jeden Fall gegeben, sollte es noch nicht online sein. Stempelkatalog-Video wird kommen, ja? Und da war der eben zu sehen. Und ja, also wie gesagt, an von diesen Planeten, vor allem an von denen, wo man vielleicht jetzt nicht gleich so sagt, ich meine, das ist der Jupiter. Nein, das ist der Jupiter, genau. Da ist der Jupiter, der ist ja viel größer. Aber zum Beispiel, ich denke, das ist der Uranus, aber bin eigentlich, ich meine, ich bin als Astronomentochter, gell? Sagt das niemandem. Aber wie gesagt, das ist so eins von den drei, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick sagen kann, oder das da, das ist das. Das kann dann durchaus auch im Star Wars-Universum vorkommen. Aber wie gesagt, da weiß ich noch nicht, wie viel Platz ich auf dieser Woche überhaupt habe. Daher bleibt es derweil einmal noch übrig. Und dann habe ich mal wieder dünnes Washi mitgebracht, weil ja, da sind Grün und Blau sind da drinnen. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwo ein Washi-Deko wäre vielleicht auch noch ganz hübsch. Nur um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Ja, sonst ist das übliche Verbrecherdings da, nämlich meine Buntstifte mit dem Pinsel, weil das ist halt nun mal meine liebste Art auszumalen, wenn ich es im Planer selber mache. Da zum Beispiel, die habe ich wieder extra abgestempelt und mit Copic, nein, nicht mit Copic, mit den Action-Alkoholmarkern ausgemalt. Einfach deswegen, weil ich sie ja auch so extra draufkleben wollte und das andere nur als Hintergrund. Das wäre natürlich nicht gegangen, wenn ich direkt eingestempelt hätte. Ja, und wie gesagt, also da sieht man jetzt, dass ich beim Ausmalen sind die Linien fast nicht verronnen und das ist deswegen, weil ich mit der Memento gestempelt habe. Ja? Ich habe die längste Zeit immer mit der Versafine gestempelt und die ist ja wasserfest. Aber verrinnt bei den Alkoholmarkern. Das hat, ich weiß gar nicht, das ist ein halbes Jahr oder was her, dass ich das irgendwo dann einmal kapiert gehabt habe, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und die Memento ist nicht wasserfest, aber dafür haltet sie die Alkoholmarker besser aus. Das ist zu 95% wahr. Manche Sachen, wenn es noch nicht wirklich picobello trocken ist, verrinnt immer noch. Also das heißt, bei der Layer, die habe ich zweimal abstempeln müssen. Und dann habe ich nicht arg lang gewartet. Und da ist der Mund ein bisschen verronnen. Ja? Aber die zwei sind eigentlich anstandslos. Also habe ich eine Freude, weil jo, gell? Ich verwende ja diese Alkoholmarker auch ganz gern. Gut, das Erste, was wir jetzt mal machen, ist, dass wir es datieren. Und zu diesem Behufe nehmen wir mal wieder die Matte darauf. Ich habe eh beim Flip-Through den Planer schon im Clipbook drinnen gehabt. Muss aber sagen, mit dem Clipbook bin ich jetzt nicht ganz so happy. Ja? Also das Blaue, das ich habe, ist ja aus diesem weichen Material und das verhaltet sich viel angenehmer als das. Also das ist zwar das gleiche Material wie in A5, aber in A5 ist es einfach von der Größe her nicht so, aber das ist irgendwie was nicht. Das ist steif. Kann man nicht helfen.
Also, es ist hübsch, das ist keine Frage, aber ich weiß nicht, ob ich da drinnen lang bleibe. Gut, da wollte ich nicht hin. Wo wollte ich denn hin? Da wollte ich hin. Gut, ja, also wie gesagt, na was, wie gesagt ist gar nichts, ich habe noch nichts gesagt, aber ich habe das letzte Mal mit dem Erin Condren Plan With Me, habe ich ja gesagt, dass das eben durchaus öfters vorkommen kann, dass sie das macht und da habe ich aber dann nicht so richtig klar gemacht, dass das deswegen nicht immer Erin Condren sein muss, ja, weil ich mir nämlich auch gedacht habe, das wollte sie ja sicher auch mal sehen, wie ich da tue und dann wäre das ja doppelt gemoppelt, ja, stellt euch vor, ihr würdet sowohl ein Plan with me im Erin Condren als auch da drin machen, dann würde ich euch jedes Mal genau das gleiche erzählen und das war irgendwie doof. Also habe ich beschlossen, ich mache das so eher abwechselnd, beziehungsweise so wie ich Lust habe, das muss ich ja dazu sagen, gell? So wie ich Lust habe. So, dann haben wir hier mal Pinzette, weil das brauche ich mit diesen kleinen Zahlen da. Ja, und dementsprechend haben wir halt jetzt heute einmal den kleinen Philo und das nächste Mal sehen wir uns dann vielleicht wieder im Erin Condren. Also ist ja alles nur halb so dramatisch. Gut, also wie gesagt, jetzt datiere ich den Plätzchen einmal. Da muss man sich konzentrieren. Das war ja schon aufwendig genug. Na. Alles noch halb so schlimm. Was habe ich vergessen? Irgendwas vergesse ich immer. Aber ich werde, na, das wird nicht gehen, weil ich werde da drauf den Joder nicht drauf kriegen. Also gehen wir uns einen Stempelblock holen. Ich sag's euch, ich kann es gar nicht erwarten, bis endlich meine Bestellung jetzt von Amazon mit den Faber-Castell-Stiften wieder da ist. Weil jetzt male ich ja eben heute wieder mit Dings aus. Na, wie heißt das? Mit den Faber-Castell. Aber ich habe halt immer noch so wenig Farben und jetzt muss ja heute der Joda muss ja grün werden. Geht sich das eh aus? Na, ganz knäpplich. Der Joda muss ja grün werden. Jetzt habe ich aber nur zwei Grün. Also entweder mache ich richtig dunkelgrün oder halt wieder so hellgrün. Und ja, was habe ich denn nur vergessen? Also ich bin ja vielleicht ein Hirni. Da will ich stempeln und habe nicht einmal Stempelkissen mit. Tja. Dabei habe ich vorher echt noch wirklich alles angeschaut. Okay, das habe ich, das habe ich, das habe ich, passt. Ja, na, ich habe alles. Genau. Ach ja, es ist alles nicht so einfach. Jo, so, kann ich euch irgendwas erzählen? In Wahrheit ja auch wieder nicht, weil es passiert ja nichts. Ja, also, ich meine, jetzt sind die Geschäfte wieder so halbwegs offen. Ich war eh nicht einkaufen, ich meine, außer Supermarkt, gell? Aber sie scheinen alle wie irre in die Einkaufszentren gelaufen zu sein gestern. Also die Arkaden haben bei uns eben wieder aufgesperrt. Und ja, sie wurden gestürmt, ist mir berichtet worden. Ich weiß es nicht, gell? Wie gesagt, ich war ja nicht dort. Wir waren ganz normal nur Supermarkt einkaufen. Ja, nichtsdestotrotz, ich bleibe Minimum bis Juni, bis Ende Juni im Homeoffice. Also das wird sich für uns nicht ändern. Schlicht und ergreifend, weil wir ja Bildungseinrichtung sind. Sie bei den Erwachsenenbildungseinrichtungen sowieso bis jetzt noch nicht wirklich eine Regeln rausgeben haben, wie das abzulaufen hat. Aber ja, zumindest die Großen, die von irgendwelchen Organisationen geführt werden, wie Arbeiterkammer oder Wirtschaftskammer, die werden wohl alle bis mindestens Ende Mai einmal zubleiben. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Ja, Schulen sperren zitzerweis auf jetzt im Mai. Ja, bin sehr gespannt, also wie sich das Ganze eben jetzt entwickelt und ob sich an den Zahlen dann was ändern wird. Derweil einmal, glaube ich, haben wir es gut im Griff. Und ja, wie gesagt, jetzt ist es natürlich so, diese Zahlen sind wesentlich größer als das Monat. Aber ja, ist halt einfach so. So kleine Zahlen hat sie, glaube ich, noch nicht einmal. Ich meine, jetzt habe ich natürlich auch schon länger nicht geschaut. Der letzte Release hat mich ja ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig interessiert, weil Animal Crossing nicht so ganz meins. Wer von euch spielt Animal Crossing? Also, wie gesagt, ich habe ein gewisses Verständnis natürlich dafür, dass das jetzt boomt, weil
Es scheint ja eben so irgendwas zu sein, wo man sich eine eigene Welt aufbaut, wo man gewisse Verantwortung auch übernehmen kann, wo man sich was aufbauen kann, wo man Erfolge feiern kann und so. Also wie gesagt, das verstehe ich völlig, dass das jetzt gerade boomt, weil ja, was wünscht man sich denn in einer Zeit wie der, dass man bis zu einem gewissen Grad Kontrolle über was hat? Und das ist mit dem Spiel natürlich immer gut möglich. Aber ich spüre es nicht. Ist aber nicht so, dass ich nicht geschaut hätte. Aber fürs iPad gibt es wohl irgendwie eine Variante. Aber das Problem mit mir ist einfach, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie das mit Spielen funktioniert. Und daher, ja, gell? Also, wer von euch spielt? Und dann erklärt es mir ruhiger mal, warum das jetzt so super ist. Ich brauche auf jeden Fall an jedem Tag wieder eine Checkliste. Das heißt, ja, üblicherweise haben wir mit vier genug. Ja, sollte auch diese Woche am Sonntag kein Problem sein. Machen wir mal vier überall hin. Zur Not kann man ja was dazu machen. Ja, ich kann schon zählen, ja, aber ich habe mich dann einfach entschieden, jetzt doch nur drei zu machen. Schlicht und ergreifend, weil nur weil ich keine Termine habe, heißt das ja nicht, dass ich mich mit To-Dos vollstopfen muss. Und die To-Dos, die verteile ich dann immer so nach der Lage des Tages. Und mit drei komme ich normalerweise aus und dementsprechend bleibt das jetzt auch so. Jo, so, dann kann man jetzt da der Yoda hin, aber irgendwie möchte ihn gern auf was draufstellen. Und der ist jetzt irgendwie blöd, weil der Yoda ist grün und wenn ich jetzt nur grünes Washi einsetze, das habe ich letztes Jahr im Hobo gehabt. Ja, da war alles dann grün und das war schon ja sehr grün, wenn ich das einmal so sagen darf. Daher würde ich mich, glaube ich, jetzt für das Grau entscheiden, was eh auch ganz gut passt, so vom Stil her. Außerdem hat es so schöne Kasteln drin. Es schaut fast ein bisschen aus, als wenn, wie sagt man, als wenn da so ein gepflasterter Boden wäre, sozusagen. Ja? So, das habe ich jetzt natürlich auch wieder nichts mit, um das abzureißen. Aber dünnes Washi ist ja super. Also eigentlich habe ich Lineal, gell? Ach ja, Leidl, es ist alles nicht so einfach. Ja, was waren die Wochen sonst noch? Ich war am Mittwoch mit dem Katerli beim Arzt. Ja, der kleine Wutzelwutz ist ja immer so ein bisschen mein Sorgenkater. Und dann hat er offensichtlich eine Autoimmungeschichte, die halt gerade jetzt rauskommt, wo Fellwechsel ist und das Leben so hart. Ja. Ich glaube, dass durchaus auch ein bisschen so den Einfluss hat, dass ich halt daheim bin. Und sie mitunter vielleicht doch auch keine Möglichkeit haben, sich wirklich vollständig zur Ruhe zu begeben. Gell? Also das kann schon sein, dass das deswegen dieses Jahr halt eben rauskommen ist. Also er hat ja mal einen Abszess gehabt und da hat er gemeint, ja, das wird auch schon sowas Ähnliches gewesen sein. Aber wie gesagt, er kriegt Medizin, es geht ihm soweit jetzt wieder gut. Und das ist ja mal das Wichtigste. So, Juda, dann stellen Sie sich ja mal daher. So. Ja, eh klar, gell, dass das jetzt dann da oben nicht so gut gestempelt hat. Immer wenn man sich bemüht, gell? Aber nicht so schlimm. Das sind jetzt so schön dicke Linien, die kann ich jetzt auf jeden Fall nachziehen. Aber ich habe mir gerade jetzt gedacht, dass ich jetzt schon da oben noch ein bisschen Platz habe. Das heißt, wir werden da schon einen Planeten noch dazu stempeln. Aber zuerst möchte ich das einmal kurz ausbessern. Okay, ja, und dann hätten wir jetzt doch vielleicht gern einen Planeten, aber nicht allzu groß. Der da wird ganz gut passen. Ich meine, wir haben dann vielleicht noch einen kleinen, einen Meteoriten haben wir da nämlich auch noch. Ah, ich glaube, das wird jetzt was. Also das Stempelkissen mag ich halt aber auch nicht. Herrschaftszeiten. Schaut das süß aus.
So, und da alle guten Dinge drei sind. So, mais süß. Sehr, sehr, sehr süß. Mit dem Baby-Yoda müsste ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen warten, weil ich zuerst schauen muss, wie sich die Wochenaufgaben dieses Mal verteilen. Am Dienstag, wie gesagt, kommt er nicht hin. Mittwoch ist meistens eher Tag, wo eher nichts hinkommt. Schauen wir mal. Also Dienstag, Mittwoch sind so oft Tage, da kommen keine Wochen-To-Dos auch nicht hin. Aber schaut das süß aus. Bin ich schon begeistert. Jetzt werden wir den kleinen Yoda da mal ausmalen, damit wir mal so weit schon fertig sind. Ja, und wie gesagt, also meine Grünauswahl, ich habe drei Grün, habe ich. Genau. Und von diesen drei Grün finde ich halt, dass eigentlich keins zum Yoda passt. Am besten eben noch das da, weil er ist doch sehr hellgrün. Oh, warte jetzt einmal ganz kurz überrachen Wisch. So. Na, so schaut Yoda nicht aus. So sowieso nicht. Und ja, am ehesten ist er halt so grün. Was soll man machen? Ich bin leider Gottes nicht talentiert, irgendwelche Grüns zu mischen. Daher werde ich das auch bleiben lassen. Und ja, dann ist er halt sehr giftig grün. Und ich hoffe, dass eben in diesem Set dann andere Grüns drinnen sind, die es mir in Zukunft einfach leichter machen. Ja, so. Also dann fröhliches Yoda ausmalen. Ja, gut, also so weiter mal. Jetzt müsste ich es nur noch mit Wasser ausmalen. Aber ich wollte euch kurz berichten. Also jetzt hatte ich eine kleine Schrecksekunde, weil draußen auf der Terrasse jetzt plötzlich krumpelt bis zum geht nicht mehr. Und ich laufe raus, sind die Sessel, die vom Gartenset-Ding noch an der Wand gelehnt sind, sind umgefallen. Gott sei Dank war kein Kotz drunter. Ja, schreck das nach. Gut, dann male ich das jetzt noch aus. Wobei auf der anderen Seite könnt ihr ja eigentlich auch da oben das gleich ausmalen. Und bin dann aber dafür, das tatsächlich jetzt auch in dem Blau zu machen, das ich jetzt gerade da verwendet habe. Und in dem Grün, also eigentlich jetzt quasi wie dem Planet. Ich finde die Kombination jetzt recht hübsch. Und dann ist es wenigstens noch einmal auf der Seite. Ja, so macht man das. Und dann male ich aus. Ich finde das sehr hübsch. Ja, genau. Also so schaut es derweil mal aus. Dann würde ich jetzt einmal mein Review machen. Wobei ich mir gedacht habe, ich könnte noch das Washi noch einmal wo einsetzen, damit, also da ist es ja eh, damit es quasi noch einmal vorkommt. Die Frage ist nur, wie. Andererseits habe ich mir gedacht, man könnte einfach die Tage so noch unterstreichen. Aber will ich das wirklich bei jedem einzelnen Tag? Das ist so ein bisschen die Frage. Oder die andere Geschichte wäre, dass man jetzt quasi hier. Na, zur Abtrennung von oben und unten. Und dann ist es noch die Frage, will ich es wirklich anlegen? Oder tun wir es mehr so dazwischen? Und ich glaube, das gefällt mir jetzt am besten. Das ist gut. Dann kann das auch gleich liegen bleiben. Jetzt ist natürlich wieder da die Frage, passt es jetzt dann da überhaupt über die Erde? Nein, natürlich nicht. Jetzt habe ich natürlich Erde gesagt. Gern, natürlich ist das nicht die Erde, aber weil es halt so schön blau-grün war, jetzt war es irgendwie gleich mal die Erde. So, dann, ja gut, dann lassen wir das halt derweil einmal so und dann hat es das auch noch einmal
Und dann machen wir jetzt einmal das Review, was wo überall hingehört. Und dann sehen wir, ob wir noch Platz haben. Ich meine, wie gesagt, eh keine Termine. Aber ob es dann auch was gleich schaut, wenn ich jetzt irgendwo noch den Baby-Yoda unterbringe. Und sonst muss ich halt in den Tagesübersichten noch ein bisschen die Star Wars-Woche dann auch verbreiten, nicht nur für einen Tag. Okay, Sadala, On-the-Go-Planner checken. Ja, das haben wir gemacht, da ist nichts drin. Monatsplan updaten, das habe ich schon gemacht. Wochenplan aufgesetzt. Inbox checken, ja, das sollte man vielleicht als To-Do für morgen aufschreiben, weil das werde ich heute nicht mehr machen. Weil das Faszinierende ist ja, jetzt haben wir es seit Freitag ja frei, weil Feiertag und so. Und je mehr Zeit, dass ich habe, desto weniger kriege ich erledigt. Also schreibe ich mir das einmal auf jeden Fall da auf. Ich habe das Gefühl, es ist was drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich was machen muss damit. Dann Review letzte Wochenliste, genau, das ist dann einmal dieser Streich. Da kann ich jetzt gleich schon sagen, da ist nicht wahnsinnig was passiert. Aber wie gesagt, eben je mehr Zeit, dass ich habe, desto weniger kriege ich erledigt. Gut, dann werden wir das einmal rüber verschieben. Also wie gesagt, das ist eigentlich fast alles eins zu eins übertragen worden. Also nicht wirklich alles, alles, aber Ding. Was ich jetzt lustigerweise auch schon gemacht habe, ich habe ein paar Wochenaufgaben gleich schon mit her verschoben, weil ich mir gedacht habe, muss ich ja sowieso machen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich es nicht doppelt hinschreibe, weil letzte Woche habe ich ernsthaft Gewand wegräumen dann zweimal da stehen gehabt. Also Yoga, ist aber ich nicht so einfach. So, oder da. Dann, also jetzt haben wir das gemacht. Review letzte Tagesliste. Da schaut es folgendermaßen aus, dass ich mir ziemlich viel heute vorgenommen gehabt habe. Davon habe ich jetzt auf jeden Fall schon her verschoben. Das mit den Unterlagen und das mit der Terrasse. Das machen wir jetzt gerade. Pflanzengießen, Ziele Mai. Okay, gut. Was ich heute ja dann wohl nimmer machen werde, ist die Ziele Mai. Die nehme ich mir einfach dann nochmal fix für morgen vor. Den Rest hoffe ich heute noch zu schaffen. Was ich heute nicht schaffe, wird einfach auf morgen verschoben. Also nicht auf die Liste, sondern gleich auf den nächsten Tag. Okay, dann Weekly Sisyphus, den haben wir ja jetzt da. So. Okay, so, da. Und dann bleibt man im Prinzip, wie gesagt, Ziele, Ziele. Die mache ich jetzt dann morgen, dann werde ich dementsprechend auch die Sachen noch daher verschieben. Es sind durchaus ein paar Videos, die zu bearbeiten sind. Dann überlege ich schon, also jetzt habe ich ja heute die A4 Inserts online gestellt. Vielleicht bringe ich da noch ein paar Layouts dazu, wenn ich lustig bin diese Woche. Ja, gut. Und von den Monatsaufgaben schauen wir mal, ob ich da was habe, was ich machen will. Ich meine, es wäre mal super, wenn ich einfach das gemacht kriege, was da drauf steht. Aber bitte. Das, sagen wir mal, war es dann gewesen. So, da la. Und jetzt ist eben die Frage, haben wir da jetzt noch Zeit? Zeit haben wir, aber haben wir Platz für unseren Baby-Yoda? Wo bist denn? Na, komm her da. Jetzt ist einer meiner Stifte runtergeflogen. Noch dazu genau der Grün, den ich brauche, wenn ich Baby-Yoda ausmal. Ach, das Leben ist hart. Wartet mal. Gut, also Stift ist gerettet. Ob ich den jetzt hierher?
Oder hierher. Also ich würde ihn ja eher auf Mittwoch setzen. Einfach deswegen. Weil am Mittwoch ist es noch unwahrscheinlicher, dass irgendwas dazu kommt als Donnerstag. Und wenn, dann muss ich es neben den Jutta schreiben. Da ist er. Und jetzt ist natürlich Baby-Yoda von den Farben her natürlich gleich wie Papa-Yoda. Also es ist ja nicht der Papa, das weiß ich ja wohl, gell? Aber ja, solange sie uns nicht verraten, wo der kleine Wutz-Wutz herkommt, ist es einfach Baby-Yoda. Wobei natürlich eh die Frage ist, werden wir es denn je erfahren, wenn wir nicht Disney Plus haben? Tja, gute Frage, nächste Frage. Mal man mal wieder aus. So, das wäre dann er gewesen. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir noch irgendeinen Spruch wäre da jetzt einfach noch dazu stempeln. Bin nur nicht sicher, soll ich den nehmen, der quasi dazu gehört? Sip my tea, I will. Was nicht wirklich zu mir passt, weil ich keinen Tee trinke. Coffee I need passt auch nicht zu mir. Oder Stamp I must ist natürlich gut, aber da ist ja der mit dem Stempelset dabei. Salty I am kann man natürlich immer übersetzen, also übersetzen. Ach Gott, na, es ist spät am Abend. Stempeln. Oder this is the way. Ich bin ja für this is the way. Gut, Geburtstage haben wir auch keine. Ich glaube, das war jetzt nämlich der letzte Punkt gewesen, den wir auf unserer Weekly Review Liste haben. Genau, passt. Nein. Sonst habe ich jetzt weiter nichts zum Tun. Ich hätte jetzt eventuell noch so Kometen, Meteoriten verteilen können, aber eigentlich ist mir das dann, glaube ich, zu viel. Also diese so strukturierten Layouts verleiten mich natürlich auch zu einer etwas minimalistischeren Dekorations. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Genau. Na, aber ich bin gar nicht einmal müde, sondern nur reden kann ich halt nicht. Also wie gesagt, zu einem etwas schlichteren Dekorationsstil. Und zumindest haben wir jetzt ein Baby-Yoda und einen alten Yoda. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde es ganz hübsch. Und es ist auf jeden Fall funktional. Also das heißt, meine To-Dos sollte ich finden. Hoffentlich, damit sie endlich einmal gemacht werden. Na gut, okay. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gerade im Nachhinein überhaupt keine Ahnung, ob ich euch überhaupt irgendwie großartig was erzählt habe. Wenn nicht, hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Wenn ja, hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns schlicht und ergreifend. Oh, ich kämpfe gerade mit Washi. Ich glaube, ich spinne. Ja, und sonst sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder, die jetzt dann diese Woche auf jeden Fall auch noch folgen. Also im Mai habe ich ein bisschen was vor. Hoffentlich kann ich das auch alles durchziehen. Aber bis zu einem gewissen Grad habe ich tatsächlich ja jetzt schon dieses Wochenende viel vorgefilmt. Das heißt, es muss im Prinzip nur bearbeitet und online gestellt werden. Gut. Ja, also dann, wie gesagt, erzählt mal, ob ihr Animal Crossing spielt oder nicht oder was ihr sonst macht, um euch die Zeit zu vertreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüssi, Baba!